Wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, wird man feststellen, dass die Zukunft nie so nah war wie heute. Denn Beiträge zum digitalen Wandel am Tipping Point, Big Data und unter anderem E-Mobilität verschaffen neue Eindrücke im digitalen Weltgeschehen. Die Vision, Big Bang der Digitalisierung, war das diesjährige Motto der jährlichen Veranstaltungsreihe Spirit der EWW IT Intel im Star Movie Wels. Aus vielen, vielen Kundengesprächen wissen wir, dass sich vor allem unsere Kunden sehr mit der Digitalisierung beschäftigen. Egal, ob die Frage, wo entwickelt sich der Markt hin, welche Produkte brauchen wir in der digitalen Welt, damit beschäftigen sich unsere Kunden. Unsere Kunden beschäftigen sich auch damit, ihre Produktion digitaler zu machen und zu automatisieren. Und sie beschäftigen sich damit, wie kann die Digitalisierung ein Unternehmen effizienter und besser machen. Arbeitsplatzlösungen, Cloud-Technologie, Internet- und Datenleitungen und Rechenzentren. Die Kompetenzfelder der IT Intel sind vielseitig und im stetigen Wandel. Und gemeinsam mit speziellen Fachkräften versucht die IT Intel in Zusammenarbeit mit den Kunden das volle Potenzial des Unternehmens auszuschöpfen. Das sind Fähigkeiten, dass sie ganz nah beim Kunden sein können, aber genauso die Fähigkeit, dass sie ganz rasch ihre Produkte an die Bedürfnisse des Kunden anpassen können. Ein Stichwort ist Agilität. Und dazu haben wir tolle Angebote, eine tolle Infrastruktur, wo unsere Kunden dann wirklich schnell in der Lage sind, zum Beispiel neue Apps zu gestalten oder ganz neue Internetseiten, und so, dass die Kundenbedürfnisse super toll und einfach abgebildet werden können. Einer dieser ersten Kunden ist unter anderem die Firma Smartbow aus Weibern, die ihre Kühe sozusagen in die Cloud bringen. Denn digitalisierte Ohrchips erlauben es den Bauern und Züchtern, die Kühe rund um die Uhr zu überwachen und so mögliche Krankheiten bereits vor dem Ausbruch zu behandeln. Für diese Idee wurde erstmalig bei der Spirit der Innovationspreis verliehen. Was bringt es einem, wenn man eine gute Idee hat und niemand weiß davon? Und das ist natürlich eine Plattform, wo man seine Ideen, seinen Erfolg auch unter die Leute bringen kann. Wir verkaufen ja, wie ich erwähnt habe, weltweit, und unser Produkt findet weltweit Anerkennung und hat auch eine Nachfrage, die beweist, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Den zahlreichen Teilnehmern wird bei der Spirit eine Reihe spannender Vorträge geboten. Die digitale Welt schafft neue Möglichkeiten für Menschen und großartige Chancen für innovative Unternehmen. Digitalisierung begleitet uns ja eigentlich schon seit sehr vielen Jahrzehnten sogar schon. Und jetzt sind wir an so einen Punkt gekommen, wo eben Google, Amazon mit ihren Geschäftsmodellen anfangen, bestehende Unternehmen anzugreifen und dort den Markt aufzurollen. Und durch neue Technologien, wie zum Beispiel die Blockchain-Technologie, die man vom Bitcoin her kennt, sind wir sogar schon so weit, dass selbst deren Geschäftsmodelle jetzt wieder in Frage gestellt werden und neue Ideen hochkommen, um genau da Disruption wieder zu schaffen, die eigentlich die traditionellen Branchen schon angegriffen haben. Und auch die EWW-Gruppe befindet sich im digitalen Wandel, mit besonderem Augenmerk auf die E-Mobilität. Die E-Mobilität muss man in die zwei Cluster teilen. Das eine ist wirklich die Fahrzeuge an sich, das zweite ist die notwendige Infrastruktur. Es verschmilzt natürlich ineinander durch die Digitalisierung, durch den Datenaustausch, aber wir sehen, es ist noch immer Potenzial da zu investieren in diesen Bereich der Ladetechnologie. So wurden aktuell beim Star Movie Wels 8 Aufladestationen errichtet, um während eines Kinobesuchs sein Elektroauto neu zu laden.